Hallo und herzlich willkommen zu After Humans hier mitten in den Höhlen. Wir haben diesmal Monster an, weil ich wollte ja unbedingt mal gucken, was wir hier so in den Höhlen finden. Und da macht es natürlich nur Sinn, wenn man wirklich auch die Monster an hat. Und wir brauchen ja noch ein paar Ressourcen. Die unsere gehen ja langsam echt zur Neige. Wir hatten hier so einen schönen Höhleneingang gefunden, wurden ja auch schon von der Spinne angeditschelt. Ein bisschen. Ach, creepy. Creeper, Creeper. Komm mal her. Oh, die Fackel hättest du ja wenigstens hängen lassen können, wa? Oh, ich hoffe, wir kriegen hier keine zu harten Monster. Oh, hier war ich schon mal. Na, mein Guter? Na, du kommst hier nicht hoch, ne? Oh, tust du mir leid. Okay, da unten waren wir schon mal. Muss aber von einer anderen Wanderung sein, weil wir waren ja jetzt noch nicht tiefer in der Höhle drinne. Aber gut zu wissen. Ding, ding. Aber hier nicht noch irgendwo. Da ging es noch weiter. Gucken wir mal da schon noch schnell. Aber wieder Certus Quartz. Super. Ui. Hexe ist ja schlecht. Okay, die kommt mir nicht nach. Boah. Die Hexe finde ich scheiße. So, mal wieder ein paar Sachen da oben reinschmeißen, schnell mal. So lange Platz ist. Eisen kann da auch erstmal rennen. So. Hoch. Den Feuerstein brauchen wir eigentlich nicht. Und Erde haben wir so viel, komm weg damit. Oh, mir gefällt nicht, dass da eine Hexe ist. Achso, ich wollte was essen. Falls sie uns erwischt, dass wir nicht gleich sterben. Wahrscheinlich total doof. Vor allem werde ich hier unten nie wieder hinfinden. Hier war noch eine Hexe, ich bin mir ganz sicher. Okay. Hat ein Zombie gefressen. Auch hübsch. Und hier kommen wir raus. Fantastisch. Dann können wir uns ja hier ganz getrost Zeug holen. Aber dass die Hexe jetzt einfach weg ist, finde ich ein bisschen komisch. Schon eigenartig. Aber egal. Die hat wahrscheinlich Angst gekriegt vor mir und ist weggerannt. So, hier oben war noch irgendwie sowas. Genau. Nehmen wir auch mit. Dann sind wir schon wieder draußen. Gut, wir wollten ja eh auf Wanderschaft gehen. Warum sollen wir in der Höhle die ganze Zeit sitzen? Brauchen ja nicht 10 Folgen in der Höhle sitzen. So, da. Ach, guck mal, da ist der eine Berg. Okay. Wir gehen aber mal ins Pilzbiom. Ein Hühnchen, wunderschön. Die Kürbisse, die findet man überall hier. Kürbisgarten. Hier scheint auch irgendwo eine Höhle zu sein, aber. Was bist du? Ach so, du hast eine Mütze auf. Pilzbiom. Wie spannend. Glaube, davon hat man eine ganze Menge, ne? Oh, die Sonne geht auch unter, was ich jetzt nicht gerade prickelnd finde. Aber wir können ja schlafen gehen. Sieht man hier eigentlich den Strich? Ja, den sieht man. Also ich werde immer nach Hause finden, das finde ich gut. Deswegen hatte ich das Ding ja auch angelassen. Weil wir hatten auch nicht am Spawnpunkt direkt gebaut, ne? Wir müssten dann auch wieder zum Spawnpunkt laufen, wenn wir sterben sollten, was ich ja nun mal nicht hoffe. Wir sind ja hier schon oft genug gestorben irgendwie. Reicht ja auch mal. Ach, die Mütze gefällt mir. Komm, die will ich haben. Lego. Ja, wenn du eine Lego-Mütze auf hast, die will ich haben. Nehmen wir jetzt alle Tiere mit, die eine Mütze auf haben. Oh, da ist eine fliegende Insel mit einem Pilz. Okay. Wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt. Ich dachte, das wären immer diese komischen Machi-Pachi-Dinger.
So, du hast ohne Mütze, Entschuldigung, das ist dein Pech, ich will die Mütze. Hab das angekündigt. Einmal Cooper, gut. Hätte ja auch ein bisschen mehr sein können. Na, schön ruhig hier. Gefällt mir. Da hinten ist bestimmt Wasser gewesen, ne? Oh, wie sieht denn das Wasser aus? Das sieht ja voll cool aus. Das ist so richtig schön hellblau. Finde ich schön irgendwo. Wisst ihr noch das lilane Wasser da in diesem Lila-Biegum? Das war auch cool. Hätte ich gerne mitgenommen, aber das ist ja leider nicht lila geblieben. Wahrscheinlich ist das genauso mit dem Wasser hier. Das würde wahrscheinlich nicht lila bleiben. So, du hast einen PC auf dem Kopf, dich befreie ich. Kann man das Fleisch eigentlich normal essen? Ja, scheint so, ne? Wo ist Rinderfleisch? Mit Pilzgeschmack. Da hat doch schon wieder jemand einen Hut. Ach, zwei Hüte. Tut mir ja leid, ich will das ja nicht, aber ich will die Hüte haben. Vor allem die hier Kiste. Die Kiste ist schön. Oh. Wir können ja mal ein paar Hüte haben, wenn wir mal fein ausgehen. Dann können wir uns so eine Truhe auf den Kopf setzen. Ist bestimmt wunderschön. Haben wir da hinten eine Höhle? Könnten wir da mal reingucken. Das Öl. Da haben wir Öl. Ist ja auch nicht schlecht. Wie hält denn der eine Block da? Der fliegt einfach in der Luft. Ist das normal? Oh, schön. Wollen wir mal reingehen? Warum nicht, wa? Wo sind denn meine ganzen Fackeln? Was sind wir schon wieder hungrig? Dann essen wir mal schnell nochmal was. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal rein, wa? Kostet ja nichts. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Außer Salz. Jetzt, wo wir Salz produzieren, finde ich in jeder Höhle Salz plötzlich. Wo wir keins produziert haben, habe ich nie Salz gefunden. Oder schon längst gelootet. Wieder Salz. Naja, gut, groß war die Höhle jetzt nicht. Habe ich fast so das Gefühl. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wenn sie uns keine große Höhle anbieten, dann halt nicht. Also waren wir noch auf dem richtigen Weg, sind wir. Hat sie da auf dem Kopf irgendwelche Noten? Noten wollte ich schon immer mal haben. Ach, Kopfhörer hat die, okay. Jukebox. Wenn man ihn aufsetzt, hört man dann auch Musik. Mit den Nüssen hier drin finde ich ja auch nicht schlecht, aber ich finde das Biom generell so ein bisschen hässlich. Oh, was haben wir da gefunden? Okay. Sieht ja aus wie ein Brunnen oder so, wa? Es ist wahrscheinlich sogar ein Brunnen. Haben wir ja direkt was gefunden, finde ich ja gut. Mit Gegengewichten und so, interessant. Dass sowas geht, okay. Wenn ich jetzt den Stein hier wegnehme, passiert was? Nein. Ich vermute mal, dass da drunter irgendwas ist, wa? Nein. Okay, ist nichts, schade. Dachte, ich finde jetzt was ganz Tolles, aber nö. Vielleicht oben drauf? Soll ich mich vielleicht mal oben drauf bauen? Und was war denn das für ein komischer Sand hier? Sand dort. Aber den kann ich nicht mitnehmen, wa? Doch, sieht nur anders aus. Ist da oben vielleicht was? Bauen wir uns einfach mal hoch. Ups, vielleicht da drinnen, wa? Ich bräuchte noch mal ein bisschen
Ah, da oben. Okay, Fleischbrocken, Goldnugget, okay, das ist gut. Eine Leine ist auch gut, können wir Tiere mitnehmen. Oder Farbstoff, ja gut, den braucht man nicht unbedingt. Und Feuerzeug, auch nicht wirklich. Fleisch, weiß ich nicht, ob wir das irgendwie brauchen. Kriegen wir hier noch was drin? Nee, da kriegen wir nur überhaupt nichts mehr drin. Das kann aber weg hier, das brauche ich nicht. Und dann, ja, schmeißen wir einfach hier alle drin. Ah, der war auch voll. Wir sind ja schon voll, Mann. Ja, genau. Klee nehme ich mit. Ist wahrscheinlich sehr wichtig. Zombiefleisch brauchen wir auch nicht. Auch erstmal weg. Braten tun wir jetzt unterwegs eh nicht, wa? Oh, da oben hätten wir eigentlich schlafen können. Hätte ich gerne unten alle kaputt machen brauchen. Hätte ich nur mal hochgehen brauchen. Jetzt, jetzt habe ich den ganzen Schrott wieder mitgenommen. Na, dann gehen wir mal schlafen hier. Warum kann ich hier nicht vernünftig schlafen? So, halb eingegraben. Auch gut. So, Klee weg. Was habe ich jetzt? Schon wieder irgendein Kleezeug. So. Kurz entmühlen. Hab noch Erde in der Tasche, die ich auch nicht brauche. Dann auch weg. So, laufen wir denn richtig? Ja, wir laufen ganz gut. Na, weiter. Ja, brauchst ja nicht gleich anfangen zu rennen. Wir haben es ja noch nicht so eilig. Wir haben zwar genug Hamburger bei, wir könnten eigentlich mal ein bisschen Gas geben. Und hier finden wir ja zur Not auch genug Pilze, die wir uns mal abbraten können. Schnell mal. Oh, Winter. Winter. Ja, Winter ist fast schöner als Schnee, als hier dieses Pilzbiom. Oh, du hast ja einen schönen Hut. Abgezockt. Noch jemand mit Hut? Nein, gut. Gut für euch, schlecht für mich. Gucken wir mal, was hinter dem Berg noch ist. Was ist hier? Nichts. Schade, ich dachte, da geht es wieder in eine Höhle. Wir müssten ja auch mal wieder ein bisschen tiefer gehen, damit wir mal wieder Redstone und so bekommen. Ah, Alter. Da ist wohl ein riesen Asteroiden-Lavabecken gefallen. Das sieht doch mal schick aus. Und wir müssten im Grunde Asteroiden ja mal mitnehmen, weil da sind ja diese einen Nodes drin, die wir so brauchen, ne? Mike mir mal hier. Stein. Okay, ist zwar nicht groß geschrieben, egal. Muss ich mal Cap Lock ändern. So. Hätten wir auch mal zu Hause markieren sollen. Ganz ehrlich. Gut, den Strahl sieht man noch. Halbwegs. Na gut, ich weiß ja. Einfach runterlaufen, dann finden wir das schon. Also wenn wir hier mal hinkommen. Wir brauchen so eine Diamantspitzhacke. Und dann können wir da uns so ein paar technischen Modes rausholen oder sowas, was das war. Die wir bestimmt auch mal brauchen werden. So, hier wird es irgendwie nie wirklich hell, ist mir aufgefallen. Wir hatten ja gerade geschlafen, aber es ist immer noch irgendwie dunkel. Da haben wir auch noch ein bisschen Öl. Was haben wir denn da Schönes? Kommen wir ins Sommerbiom. Ja, Mu, ne? Jemand einen Hut für mich? Nee. So, der letzte Zipfel von der Insel ist Wüste. Ja, hier geht's irgendwo runter. Ja, mit dem Wasser ist mir das zu gefährlich, da runter zu gehen. Oh, hier haben wir Vögel, schön. Da ist der letzte Zipfel von der Insel. Na super. Bist du hier irgendein Garten? Nee. Ach, du siehst ja cool aus.
Die will ich mitnehmen. Viel Platz haben wir ja eigentlich nicht mehr in der Tasche, wa? Lohnt sich das jetzt groß noch weiterzugehen? Das ist die Frage. Entschuldigung. Im Grunde könnten wir die hier zu Knochenmehl machen. Und dann würde das auch nochmal Platz sparen, ne? Oh. 23 mal Knochenmehl, okay. Die will ich mitnehmen. Hätten wir jetzt einen Schüssel, könnten wir natürlich die auch mal wieder ändern in die Fackeln. Wir müssen uns unbedingt mal einen großen Rucksack bauen. Na komm, bauen wir uns ein Boot und werden mal hier rüberschippern, wa? Einfach mal gucken, was da hinten so existiert. Ein bisschen Holz haben wir ja bei. Ich weiß gar nicht, ob der Bug noch existiert, wo die Boote kaputt gehen. Ich werde jetzt erstmal eins mitnehmen. Wenn nicht, können wir immer noch schwimmen, hoffe ich. So, das ist nur eine kleine Insel, die bringt uns wahrscheinlich nicht viel, ne? Und hier ist auch alles Pilzbiom. Hier könnte man auch schön bauen, sag ich mal. So ein richtig schönes Atoll. Oh, da liegt nicht hoch. Weil wahrscheinlich gibt es da gar nichts weiter. Aber hier ist doch noch eine größere Insel. Guck mal. Geht weiter mit dem Pilzbiom. Ich finde es nur schade, dass wir so viel Pilzbiom haben. Könnte ruhig ein bisschen, ja, abwechslungsreicher sein. Zumal After Humans ja doch sehr schöne Biome hat. Irgendwie hatte ich gerade auf Wasser gar keinen Sound gehabt. Auch komisch. Da ist wieder ein Hut für uns. Den nehmen wir mit. Ach, Zwillhüte, hier. Finnland, Norwegen, genau. Türki-Hut. Haben wir hier bestimmt nichts Gesundes. Wenn hier das Wasser so schön aussieht und da so ein schwarzer Tümpel ist, ist das wahrscheinlich nicht gesund. Oh. Und wieder ein Platz frei. Na, nur schade, dass wir echt hier nur Pilzbiom haben. Finde ich fast ein bisschen schade. Hier irgendwo haben wir eine Höhle, okay. Wir laufen ein bisschen falsch gerade, ne? Oh, da irgendwo ist ein Dorf. Wir mal gucken, ob wir das finden. Mal sehen wir. Oh, schön grün. Ein grünes Dorf. Mitten im Pilzbiom. So, ich denke mal, da wird uns ja keiner angreifen. Aber da sind irgendwie Skelette. Okay. Wahrscheinlich in der Höhle irgendwie, ne? Schön hier. Bist du? Ahorn? Okay. Oh, hier haben wir einen Brunnen. Der Brunnen gehört aber nicht zum Dorf, oder? Was haben wir hier? Obsidian. Ach so, hier haben wir wieder so ein. Ja, so eine Note, ne? Aura-Note. Gibt's hier irgendwo eine Kiste? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist der ganz normale Brunnen, nur dass hier ein bisschen Spinnenweben sind. Vermute ich jetzt einfach mal. Was haben wir hier Schönes? Kiwi-Pflanzen. Haben wir Kiwis zu Hause? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal mit. Erdbeerpflanzen. Ich glaube, Erdbeeren haben wir. Vertauscht die hier so? Oh. Das ist hier so ein Tinker-Ding, wa? Goldmünzen für ein Buch. Naja, nö. Maronenbohnen, okay. Lass mich doch mal hier rein. Ich will hier rein. Mal hier so. Ach, guck mal hier. Lesepult. Nehmen wir mal mit. Die haben wir noch nicht. Gibt's hier noch was Schönes? Ach du Scheiße. Hilfe.
Aber ich könnte mitnehmen, Schreibtisch. Meine, wir haben sowas noch nicht, wa? Und da irgendwas kann man ja damit machen. Nein, Hilfe! Abgebrochen, Minecraft, super. Na gut, die Folge ist auch um. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe an Ort und Stelle, wo wir gerade unseren Absturz hatten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.